mal rumhaten musst, Alter. Richtig widerlich. Alles klar, Chloe, schlaf gut. Danke, dass du da warst. Erhol dich gut. Tun Sie dies. Was ist das für ein hässliches Vieh? Das will ich fangen. Ah, was mache ich jetzt weg? Wie, Inventar voll? Eine Fangschreckenkrebs. Ja, ich will den haben. Gib her. Oh nein, jetzt sind hier überall neue Viecher. Wahrscheinlich, weil das jetzt hier alles sauberer ist. Sag ja, ich muss das nochmal neu erkunden anscheinend. Eieiei. So, jetzt können wir nach oben. Zu Erwartungen, Blackpink hat gut in der Industrie so einen Eindruck hinterlassen unter diesem Label. Ja, das sind aber einfach diese falschen Gedanken, was andere dann haben. Nur weil eine Band halt mega Erfolg hat, weiß ja nicht, dass die anderen dann genauso. Ich verstehe sowas immer nicht. Warum kann ich jetzt nicht porten? Was ist denn jetzt für eine Kacke? Warum ist dieses Port-Ding verbuggt? Und ich verstehe nicht mal den Hype um Blackpink. Also ganz ehrlich, ich finde deren Musik grässlich. Es gibt kein einziges Lied, was ich dafür toll finde. Und die haben viele Lieder, das weiß ich nicht. Irgendwie verstehe ich nicht. Die genießen nicht die Musik, sondern wollen einfach nur Beef für Musik führen mittlerweile. Es ist einfach lächerlich nur noch. Und das Spiel ist abgestürzt. Nice. Ist jetzt alles, was ich gemacht habe, umsonst gewesen? Oh, geil. Oh, fuck you, Spiel. Warum stürzt denn dieses Spiel immer ab, ey? Was ist denn das? Meine Güte. Jetzt habe ich das alles umsonst gesammelt. Oh, boy. Also, das mache ich jetzt nicht nochmal. Ich hab keinen Bock. Einfach so random, zack, weg. Das ist... Was ein Scheiß. Jetzt habe ich die ganze Kacke eingesammelt, die ich gebraucht habe. Jetzt ist wieder alles weg. Alles klar, okay. Schläft auch gut. Ich bin dir, danke, dass du da warst. Ach, nee, das mache ich jetzt nicht nochmal. Ich wollte halt allgemein nicht so lang machen, aber... Ah, einfach alles weg. Okay.
Dann starte ich erstmal das scheiß Event da wieder und dann gucke ich mal. Warum das Spiel auch nicht mal so Zwischenspeicher hat. Das speichert halt echt nur, wenn du schlafen gehst. Das ist totale Kacke. Richtig dumm gemacht. Also es ist ein großer Kritikpunkt. So, jetzt alles, was ich gesammelt habe, ist natürlich futsch. Habe ich jetzt aber auch ehrlich gesagt keine Lust, das nochmal zu machen. Da musst du heute früh eine Cyberpunk-Mission dreimal wiederholen. Oh, nee, Alter. Ja, irgendwann ist halt auch gut, ne? Hat man auch keinen Bock mehr. Verstehe ich. Ich habe gar keinen silbernen Seetanks-Essenz mehr, ne? Oh, nee, Alter. Deswegen habe ich es doch gemacht. Warte mal. Brauche den Shit halt wirklich. Das mache ich dann das nächste Mal wieder. Das hat mir jetzt gerade ein bisschen die Lust verdorben. Hallo Ninja. Brauchst du Bilder? Soll ich dir was zeichnen? Nein, für viel Scheiße. Uff. Hast du schon wieder so eine Nachricht gekriegt oder was? Klingt ein bisschen danach. Jupp. Oh wow. Nicht lästig. So.
Sag mal, kannst du mal bitte die nehmen hier? Danke. Ich will eigentlich jetzt nur noch diese Aufgabe abschließen, aber jetzt muss ich halt wieder warten bis abends. Das ist voll Quatsch. Naja. Dann laufe ich einmal um das komplette Dorf. Stadt. Ich kann hier noch was einsammeln. Haben hat schön Gestalt angenommen. Ja, ich würde gerne Deko-Sachen machen, aber die sind so teuer. Kann ich erst nach und nach machen. Es gibt ja richtige verschiedene Stilrichtungen, wie du deine Farm gestalten kannst. Eine Disco-Farm, japanischer Style-Farm, eine Strand-Farm, irgendwie sowas. Spielt jetzt ein Dude? Nee, aber ich habe eine Mütze aufgesetzt und dann sind ihre Haare komplett weg. Ich weiß auch nicht warum. Die Mechanik verstehe ich auch nicht, dass dann alle Haare weg sind. Du bist wahrscheinlich japanisch. Ich will so eine Mischung machen, aber mal gucken. Rasierkappe. Ja, ist auch mit Caps und so. Sehr wild. Spontan Mitte 50er mit starken Auswahl. Ja, yep, genau so. Die Plan B Mütze. Oh boy. Ja. Alter, wie schnell bist du? Was soll das? Scheiß wie. Ich habe nie diese Truhe gesehen. Die ist ja mies versteckt. Die Flucht nach vorne, Friese. So sieht's aus. Selbst die Geheimratsecken fürchten diese Mütze. Wumi! Kaufen sie jetzt und halten sie Luft am Kopf gratis dazu. Wow. Wow, jetzt geht's ja los hier wieder. Der ganze Wahnsinn der letzten Wochen bricht langsam raus. Merkt man gar nicht. Merkt man nicht.
Ich hab zu viel Muscheln. Ich hatte so viel Algen, jetzt habe ich keinen und kann diese Kriechtierfalle nicht machen. Dein Scheiß Ernst. Nur weil es abstürzen muss. Ja, das muss ich nächstes Mal sammeln. Alles klar. So, ich gehe so mal in die Mine. Wir gehen jetzt einfach random in die Mine rein. Wir haben ja noch Zeit. Ein paar Bronze-Dinger könnte ich noch gebrauchen. Der eingeflügelte Dino Nugget wäre stolz. So, Einwand? Nee. Na dann. Mhm. Die einzige Wände, die ich gern hätte, wäre, um mich da drin zu verstecken für euch.
Wow. Die helfen auch nicht. Du hörst den Blödsinn trotzdem. Die gibt es nicht. Oh. Wow. Nichts gönnt ihr mir. Nicht mal Wände zum Verstecken. Wir gönnen dir unsere Kreativität. Grausige Folter. Aber hier ist das scheiß Loch zu finden, ne? Ah, da ist es ja. Ein Glück, dass mein Kater nicht die Enter-Taste gefunden hat. Ich musste gerade zu viele H, G, K, L, U und T löschen. Du hast unsere Seelen, willst du... was? Du hast unsere Seelen, willst du noch? Geh mir wieder raus! Na, meine Seele ist bei mir. Nee. Zwar tiefgekühlt im Schrank, aber das ist eine Nebensache. Wait a minute. Oha. Tja, Rem, jetzt ist deine tiefgekühlte Seele in meinem Kühlschrank. Oh, wow. Vielen Dank, Dentik. Oh. Es ist 15 Uhr in dem Spiel. Mach schneller. Wo ist das Loch? Da ist es ja. Meint ihr, aus der Reihe zu tanzen?
So, 15, 40. Energie haben wir nicht mehr so viel. Ich glaube, ich klaue mir kurz ein wenig Tee. Ja, Tee klingt nach einer guten Idee. Ich gehe mir jetzt einen Tee holen. Denn Tee ist lecker. Ja, ja, Tee lecker und gesund. Mach das. Aber wusstet ihr, dass Tee lecker ist und dass Rem sich jetzt Tee holen geht und Tee super gesund ist und so? Ist ja auch lecker und gesund. Anscheinend ja. Der soll sehr lecker sein, der Tee, und sehr, sehr gesund. Und er holt sich jetzt auch Tee. Und oh Gott. Das klingt ja nach. Das klingt ja ganz nach Tee. Oh Gott. Wird der Tee in der Kanne verrückt. So 16:40, ja. Ich weiß jetzt halt nicht, was in dem Spiel nachts sein soll. Deswegen, ich reiß schon mal rüber. Wie läuft mein Tag? Ja, würde ich nicht alles nochmal neu machen müssen, würde es besser laufen. Meine Axt bei, ich töte den Baum einfach nicht. Immer knarzen, viel Spaß noch. Gute Nacht später. Gute Nacht, Verano. Danke, dass du da warst. Schlaf schön. Aber wenn das jetzt einfach nur Tee oder Tee mit Schuss oder Tee mit Honig oder Tee mit Milch, so viele Fragen. Das kann uns nur Rem beantworten, was für ein Tee er trinken wird. Boah. Irgendwie habe ich Hunger, ey. Mir gleich noch was zu essen oder so machen. Ostfriesenmischung mit Milch und Zucker. Oh. Geil. Pipi-Pause. Ich brauche keine Pipi-Pause. Oder Honigmilchtee mit Schuss. 3 Teelöffel, genau gesagt. Schreibt euch das gut auf, müsst ihr alle nachmachen. Und gönn ihr Schnabulat. Ja, ich guck gleich nach dem Stream. Ich habe wenigstens diese Aufgabe noch hier. Bei Zucker bin ich raus. So random gerade.
Sei gegrüßt, Mao. Ich dachte, ich muss jetzt bis 22 oder so warten im Spiel. Von uns liegt das goldene Schneckenhorn, ein Artefakt von äußerster historischer und spiritueller Wichtigkeit in unserem Königreich. Ja, dann lass uns doch jetzt da reinblasen, mein Gott. Man nimmt an, dass es den Geist des Korallenbaums herbeirufen kann. Ich halte jetzt goldene Schnee. Hä, warum wiederholst du dich? Mal bist du senil? Dir wurde keine geringere Aufgabe übertragen und wir vertrauen darauf, dass du sie mit derselben Entschlossenheit erledigst, bis du sie, die du bis jetzt an den Tag gelegt hast. Nimm das Schneckenhorn mal und blase 3 Sekunden lang hinein und nicht länger, nicht kürzer. Okay. Geduld, Leute. Das ist uralte Magie und das Wirken der Göttin. Wir müssen darauf vertrauen. Also wird die Göttin gerade geblasen? Entschuldigung. Ja. Lustigerweise, wenn ich Kaffee mache, nutze ich nicht mehr als 2 Löffel Zucker. Aber bei Kaffee mache ich gar keinen Zucker rein. Aber ich kann verstehen, wenn man es ein bisschen süßer will. Oha, guck mal jetzt, was da passiert. Diese ganzen komischen schwarzen Tentakelmonster-Dinger gehen weg. Ja, easy. Insel gerettet, Spiel vorbei, komm. Ich wusste, irgendein Spruch kommt noch. Ich kann mir das halt nicht verkneifen. Es geht nicht. Aber man kann doch Spaß haben mit den Tentakel. Ja. Das stimmt. Wurzeln oben. Quest abgeschlossen. Endlich. Oha, oha, ich rede mit ihr nie und weiß. Egal. Ich rede nie wieder mit euch. Geht sie da. Ciao. Kleinen. Bis nirgend. Das will ich mir jetzt anschauen mit den. Das möchte ich auch Tentakeln sagen. Mit diesen Ranken, ob die weg sind. Aber ich glaube, ich stelle die Teekanne in mein Zimmer. Mein Tee ist leer. Das solltest du vielleicht machen, wenn du viel trinkst. Ja, es ist wieder alles sauber hier. Ja, cool. Und wir haben es sogar zum Winterfest geschafft, dass alles jetzt sauber ist. Easy. Ich kann diesen doofen Hut nicht aufsammeln. Ja, nice.
Habe ich wenigstens eine Sache heute geschafft. Eine sehr große Sache. Das hat ewig gedauert. Ich muss nur aufpassen, nicht auf meinem Mauspad zu... ich will keinen Flecken drauf bekommen bei dem Bild, was da auf dem Stoff ist. Oh. Oh, ich drücke dir die Daumen, dass du nicht kleckerst. Oh ja, 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 es klingt ja sehr wild. Ich meine, ich bin nicht besser. Ich habe auch Bubi-Mauspads, aber die stehen da am Regal angelehnt. Ich habe einen Rias. Ich habe drei sogar. Ich habe das von Kafka, von Ben geschenkt gekriegt. Ich habe einen Ersa. Ich habe vier. Ich habe zwei Ersa-Mauspads und eins von Aethdes aus Akamaga Kill. Die anderen zwei habe ich noch nicht gefunden, weil in irgendeiner Kiste die noch sind. Es ist ein Wunder. Unser Strand ist wieder in Ordnung. Das ist kein Wunder. Das war meine Arbeit. Ich bin die Unschuld vom Lande, ist klar. Ich such dir so ein Keim-Auspad mit Hintern oder so. Leute, es ist ein Grund zum Feiern. Ich träume wohl nicht, oder? Jeder kann hier sehen, dass unser geliebter Ozean wieder sauber ist. Wehe. Vielleicht hat ein großer Fischschwarm die Wurzeln gefressen. Lass mich ausreden, es könnte Außerirdische sein. Sie sind gelandet, haben Proben genommen und die Wurzeln wurden in ihren Raumschiff gesaugt. Was? Vielleicht waren es die gigantischen, unsichtbaren Seegurken, von denen ich euch erzählt habe. Was? Es wird ja immer banaler. Nun gut, wenn wir alle mit Theorien um uns werfen, dann habe ich auch eine. Es ist möglich, dass unser Farmer hierbei seine Hände im Spiel hatte. Was auch immer die Ursache sein mag, entscheidend ist, dass das Gleichgewicht sowohl für uns Landbewohner als auch für uns im Meer lebende Freunde wiederhergestellt ist. Gut gesagt, Ling. Ich bin mir sicher, wir alle sind erleichtert, dass die Wurzeln verschwunden sind. Genießen wir unseren Strand wieder in vollen Zügen, Leute. Du bekommst, weißt schon, von wem Blackpink als Rache war. Es ist Winter und die gehen alle ins Meer rein und planschen. Das ist sehr wild. Das ist jetzt so eine Jahreszeit, wo ich nicht ins Meer gehen wollen würde. Nicht eigentlich noch Heu irgendwo rumzuliegen? Nee. Ich habe hier noch Fasern. Scheint nicht.
Ah, ist das nervig mit diesem Scheiß hier. Ich will nur Heu platzieren, nicht entfernen. Mein Gott. Richtig dumm gemacht. Komm her, Wolli. Ich schere dich jetzt. Gute Nacht, Sense. Schlafe gut. Ja, hol dich mal ein bisschen. Weiterhin gute Besserung. Fang das Game vielleicht morgen selbst an. Oh, sehr cool. Ich wünsche dir schon mal sehr viel Spaß. Alter, das ist nervig mit dem Teil hier. Ich kann nichts platzieren, weil es die ganze Zeit das entfernen will. Bin mit Powerwash erstmal fertig. Das Alice im Wunderland DLC habe ich mir noch nicht geholt. Gibt ein Alice im Wunderland DLC? Ach du Heilige. Oh fuck. Und als nächstes kommt Schreck. Puh. Alter, die hauen aber auch ganz schön raus. Nicht schlecht. Zum Milcheimer und das, zack. Aber bisher war das beste SpongeBob. Ja, das SpongeBob habe ich auch gespielt. Das war echt super. Das hat mir auch voll gefallen. Das unsichtbare Bootmobil. Ja, das war geil. Das war richtig gut. Die schon offen? Haben die sonntags überhaupt auf? Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal. Sonntag 9 bis 14. Okay, die machen gleich auf. Muss britische Menschen weinen lassen mit meinem Tee. Wow. So, dann gönnen wir uns erstmal das Silo hier. Das Silo hau ich genau hier zwischen, als ob ich es geahnt hätte, dass ich ein Silo bauen will. Aber lass mich raten, ich darf jetzt nichts anderes bauen.
Oder kriege ich noch eine Mühle? Oha, oha, ich darf noch eine Mühle bauen. Ja, geil. Die mache ich hier zwischen. Nee, warte. Ja, doch, hier. Ja, geil. Ein Fischteich, Insektenhotel. Jedes hier einquartiert Insekt vermehrt sich mit der Zeit. Boah. Ich mach noch leeren Schuppen. Easy. Perfekt. Ich habe sogar noch 11.000. Was kann ich denn noch machen? Liegt jetzt wahrscheinlich an, hey, Sachen, die ich bei habe, was ich noch bauen kann. Mir fehlen 20 Algen. Scheiße. Hätte ich das auch noch machen können. Ich mache mir noch einen Brunnen. Warum nicht? Dann kann da jemand aus dem Brunnen rauskommen später. Oh Gott. So, mehrere Sachen hergestellt. Ich bin pleite jetzt wahrscheinlich. Hausstufe 3. 40.000 Münzen. Ich hätte die Materialien, aber ich habe nicht das Geld. Naja. Was soll's. Wir haben jetzt immerhin ein bisschen was hergestellt. Sehr gut. Hier kommt der Brunnen hin. Die Mühle. Jetzt noch ein bisschen schräger geworden, als ich das wollte. Hier kommt das Silo hin. Perfekt. Und unten der Schuppen noch. Juhu! Dann kann ich endlich mal mein Lager wieder leer machen hier. Also mein Inventar. Das kommt nicht da rein, das kommt hier rein. Das. Das. Hier drin. Perfekt. Dann machen wir noch fette Butter. Dann holen wir die Socke und dann gibt es eine Buttersocke. Easy. Aber ich bin echt froh, wenn der Winter hier in dem Spiel vorbei ist, weil ich kann nichts anpflanzen. Das fehlt mir doch ein bisschen. Rosaria Moon, danke schön für den Follow. Batterien? Okay. Das ist nicht die Einstellung, weg mit dem Winter. Nee, ich liebe den Winter, aber ich kann in dem Spiel halt nichts Sinnvolles machen. Schön ist es ja. Ich meine, ich hätte mehr Bäume anpflanzen können, aber da hat mir das Geld gefehlt, um überhaupt so viele Bäume zu holen, weil die sind sauteuer. Gut.
Gut, gut, gut. Hier habe ich noch Butter, was ich nicht brauche gerade. Zack. Mal sortieren hier unten. Ich will keinen Sommer und keinen Winter. Herbst und Frühling sind perfekt. Ja, das reicht mir auch. Das reicht mir auch. So, Museum 190 von 257. Stadtbewertung 625 von 750. Ozeans 0 von 210. Ich habe keine Ahnung, was soll ich denn da machen? Oder ist es fertig oder nicht? Ich bin verwirrt. Weil es hat A-Rang. Vermächtnis 12 von 286. Aber ich glaube, wir müssen es eher voll kriegen, ne? Guck mal, was ich noch verkaufen kann. Oder ich gehe zum Schmied und mache das hier alles noch auf und zu der einen Tante da, zur Wissenschaftlerin. Das wäre doch eine gute Idee. Die bäumlichsten in solchen Spielen sind immer die Moneymaker. Und auch, ja, mega teuer leider. Am Anfang hat man halt noch nicht so viel Kohle oder die Möglichkeit. Ich hoffe nur, dass ich in dem Spiel auch Erdbeeren bekomme. Das wäre toll. Gab es keine Erdbeeren? Das hat mich ein bisschen sad gemacht. Nächstes muss ich das unbedingt machen, das automatische Streicheln. Batterie, Gold, Seetang-Essenz, große Wolle brauche ich halt, den Rest habe ich. Und das Geld halt nochmal, ich habe ja jetzt ein bisschen was ausgegeben. Aber das kriegen wir zusammen. Wolli muss ich nur mal ein bisschen anstrengen hier. Ich habe mir beim Harvest Moon für den GameCube-Guide ausgedruckt damals, wie man am schnellsten maximal Kohle mit Bäumen macht. Sehr gut. Oh, die haben Sonntag zu. Dein Ernst? Egal, wo ich hingehe, immer haben die zu. Oh, Mann. Scheiß Schmelzoger. Piss. Ich habe keine Ahnung. Mir fällt nichts Originelles ein. Ich hasse die. Closed Island. Ja, aber wirklich. Willst du eine Aubergine? Stimmt, ich gehe mal zum Museum. Vielleicht brauchen die da noch ein paar Knochen. Ich habe irgendwas vom Tyrannosaurus noch gefunden. Tyrannosaurus Dick. Zum Glück ist das Museum immer offen. Sein Dick. Denn Dick, warum musst du genau das gleiche schreiben, was ich denke, Alter?
Oh mein Gott. Da werde ich wahr sein. Kritisch. So, ich pack das mal doch wieder alles weg. Das auch. Ich guck mal, ob ich hier ein paar Sachen spenden kann. Gespendet, 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 nee, nee. Der arme Saurus ohne Schlauch. Oh, fuck. Ich glaube, die Sachen kann ich nur anbieten, ne? Oder? Ja. Kommen wir mal hier. Ein bisschen was. Ich will wenigstens noch den Tag abschließen. Was ist das da oben? Eine krumme Banane? Das ist eine Teufelsfrucht. Warum kriege ich jetzt Seile? Hä? Das ist meine Belohnung? Ich krieg Seile für meine harte Arbeit, damit ich mich erhänge oder was? Wow! Wow! Sieht aus wie eine Teufelsfrucht. Ja, ich will die haben. Sieht cool aus. Aber ich will ja nicht die Teufelsfrucht haben von dem einen da. Ich sage jetzt nicht Name und wieso, weshalb, warum. Ich glaube, ich weiß es um eins, ja. Genau das. Und dieses Lampokteis sieht aus wie so eine Arschbacke, Alter. Jetzt habe ich Seile bekommen, toll. Na ja, gut. Reiß mal rein. Komisches Obst haben die hier. Ja, sehr seltsam. Aber hier wohnen ja auch komische Leute. Und wir sind hier auch noch hergezogen, also ich weiß ja nicht. Nicht, wenn irgendwas herrscht.
Warum habe ich Insekten in meinem Kühlschrank? Oh Gott, um Gottes Willen. So komisch wie du. Ey! Dein Charakter hat sich gut angepasst mit dem Blümi-Bart und dem rasierten Kopf. Ich habe gar keinen Blümi-Bart mehr. Den haben wir uns abrasiert. Der ist weg. Guck, Blümi-Bart ist weg. Aber der Blümi-Bart wird niemals vergessen. Oha. Warum ziehst du dich komplett aus? Was ist mit dir? Museum ist jetzt 253 von 257. Oh mein Gott, mir fehlt nicht mehr viel. Ich bin eine neue Stufe.